beendet. Ich rufe auf Einzelplan 04 und als erstes hat das Wort Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die kursorische Lesung zum Einzelplan 04 hat am 23. Oktober stattgefunden. Ich finde es schon bezeichnend, dass jetzt heute um 9.45 Uhr die Antworten auf unsere Nachfragen dazu eingegangen sind. Das kann man ja noch sagen. Immerhin sind es nicht 250 Seiten wie letzte Woche beim Gutachten zu DITIB, das am Abend vorher kam. Meine Damen und Herren, das ist schon bezeichnend, welche Wertschätzung hier dem Parlament gegenüber gebracht wird. Meine Damen und Herren. Ich will zu Beginn meine Haushaltsrede unter zwei Überschriften stellen. Die eine betrifft das Thema Mehrarbeit muss ja eigentlich auf allen Ebenen durch Bordmittel geleistet werden, außer im Kultusministerium. Und die zweite Überschrift wird sein, lauter leere Versprechungen, die am Ende aber nicht gehalten werden können, die vor allem der PR dienen, meine Damen und Herren. Zum Ersten. Da will ich zurückkommen auf die letzte Bildungsdebatte, die wir hier im Novemberplenum hatten. Da ging es um die große Anfrage der SPD-Fraktion zu Belastungen und Befristungen. Und auf die Frage, wie denn die Landesregierung mit den vielen Mehraufwendungen, mit der Mehrarbeit der Lehrkräfte, der Schulleitungen umgehen, was man da als Entlastungen erwarten könne, da antwortet der Minister. Und ich will es einfach noch einmal diese drei Sätze vorlesen, weil ich sie so bezeichnend eigentlich traurig finde. Da sagte der Minister, dass sich in einer immer weiterentwickelnden Gesellschaft Aufgabenfelder verändern und an den Einzelnen teilweise höhere Anforderungen gestellt werden als noch vor 10 oder 20 Jahren, ist eine Begleiterscheinung der Postmoderne und betrifft alle Berufszweige. Zum Beispiel im schulischen Bereich schlägt sich dies sowohl im pädagogischen Bereich bei der Inklusion der individuellen Förderung, didaktisch-methodischen Innovationen als auch im strukturellen Bereich, z. B. jahrgangsübergreifende Strukturen, ganztägiger Unterricht, Kooperation mit außerschulischen Institutionen nieder. Und letzter Satz. Gleichwohl bleibt festzustellen, dass der Großteil der dargestellten Tätigkeiten durchaus zu den Regelaufgaben der Lehrkräfte gehört, die sich aus dem Lehrerziehungs-, Betreuungs- und Beratungsauftrag gemäß der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ableiten, meine Damen und Herren. Ich lese Ihnen das deshalb vor, weil da, wo ein Stellenaufwuchs besonders zu verzeichnen ist, 6 Stellen mehr im Kultusministerium, obwohl das die letzten Jahre ohnehin schon gewachsen ist, meine Damen und Herren. Das ist nicht stimmig im Vergleich zu dem, was Sie hier den Schulen sagen, Herr Minister. Das ist frech, das ist doppelzüngig und arrogant den Lehrkräften gegenüber, die Tag für Tag die Mehrarbeit, die Sie ihnen aufbürden, einfach aus Bordmitteln leisten müssen. Wenn Sie sagen, Herr Minister, dass die Mehrarbeit ist eine Begleiterscheinung der Postmoderne und die gehören zu ihren Regelaufgaben, dann gilt das genauso für das Kultusministerium, meine Damen und Herren. Deswegen werden wir beantragen, diese Mehrstellen zu streichen. Und ich komme zur zweiten Überschrift. Leere Versprechungen. Wo sind die vielen Mehreinnahmen der Landesregierung geblieben? Das war gestern hier in der Generaldebatte Thema. Uns wurde viel erzählt, was alles dafür draufginge und warum da eigentlich gar nicht mehr so viel Spielraum ist, meine Damen und Herren. Der Kollege Schmidt hatte in der ersten Lesung den Begriff des Dagobert Duck geprägt, der ja im Grunde in seinem Geldspeicher schwimmen kann, meine Damen und Herren. Und einen dieser Geldspeicher haben wir hier im Einzelplan 04 gefunden. Ich will das am Beispiel deutlich machen. Alleine in der kursorischen Lesung ist doch herausgekommen, wie viel Geld allein im Jahr 2017, das ja eigentlich veranschlagt wurde, gar nicht ausgegeben wurde. Und das ist wunderbar am Beispiel der Förderung der Migrantinnen und Migranten deutlich. Da haben wir hier letztes Jahr haben sich zwei Fraktionen sehr dafür gefeiert, dass über 1000 Stellen geschaffen wurden wieder für Flüchtlinge. So. Aber jetzt ist interessanterweise haben wir festgestellt, dass die gar nicht alle ausgegeben wurden, dass 460 Stellen, die im Einzelplan für 17 standen, überhaupt nicht verausgabt wurden, meine Damen und Herren. Das sind 30 Millionen €, die hier nach wie vor zur Verfügung stehen. Allein davon kann die SPD ihre Haushaltsanträge für 2018 finanzieren, meine Damen und Herren. So viel zum Vorwurf der unsoliden Haushaltsforderung, meine Damen und Herren.
das setzt sich ja im neuen Jahr hier weiter. Wir haben ausdrücklich stehen im Protokoll der kursarischen Lesung, auch für die Jahre 2018 und 2019 wird aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen eine deutliche Budgetunterschreitung angenommen, so das Protokoll der kursorischen Lesung. Und da finden sich weitere Beispiele in Ihrem Haushaltsentwurf. Nehmen wir einmal die 400 Stellen für Sozialpädagogen, die zum 1.2. eingestellt werden sollen, die zum 1.2. etatisiert sind. Wir haben darüber gestern in der mündlichen Fragerunde gesprochen. Wenn man unseren Plan für nächstes Jahr hier des Landtags anschaut, werden wir ja wohl frühestens am 1.2. diesen Haushalt überhaupt erst beschließen, meine Damen und Herren. Das heißt, ich wette mal, vor dem 1.4. werden Sie niemanden einstellen können, zumal noch nicht einmal klar ist, welche Schulen überhaupt in den Genuss dieser gar nicht mal falschen Unterstützungsmaßnahmen kommen werden, meine Damen und Herren. Aber das sind mal locker doch wieder 4 Millionen €, die Sie hier als Spielgeld eingeplant haben und die Sie eigentlich gar nicht ausgaben werden. Das ist keine solide Haushaltspolitik, und das muss sich ändern. Weiter geht es mit den Zuschlägen zur Grundunterrichtsversorgung, die Sie drin haben. Wir haben mehr Schülerinnen und Schüler, vor allem an Grundschulen. Dementsprechend steigt die Grundunterrichtsversorgung. Dementsprechend konsequenterweise muss auch der Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung steigen. Und diese 500 Stellen, die Sie hier eingeplant haben, sind natürlich zu großen Teilen an Grundschulen. Jetzt wissen wir aber, dass der Lehrermarkt an Grundschulen absolut leergefegt ist. Es finden sich ja nicht einmal genug Lehrkräfte aus anderen Lehrämtern, die bereit sind, sich zur Grundschullehrkraft weiterzuqualifizieren. Das heißt, wir wissen doch heute schon, dass sie diese Stellen gar nicht wirklich besetzen werden können. Das heißt, auch hier ist viel heiße Luft, viele leere Versprechungen im Etat des Einzelplans 04, meine Damen und Herren. Und dann haben wir ja das angebliche Vorzeigeprojekt der Landesregierung und den Pakt für den Nachmittag, obwohl die meisten Schulen, die sich daran beteiligen, längst vorher schon in einem Landesprogramm zum Ganztag waren. Auch dieser Pakt richtet sich vor allem an Grundschulen. Auch hier kann Ihr Aufwuchs an Grundschulen für den Ganztag nicht wirklich funktionieren. Auch hier haben Sie zu wenige Lehrkräfte ausgebildet. Jetzt könnte man sagen, Qualität spielt ohnehin keine Rolle für Schwarz-Grün, weil es Ihnen nur um Betreuung geht. Dann nehmen Sie halt externe Kräfte. Trotzdem, das ist schade. Das bringt nicht mehr Qualität für unsere Grundschulen, meine Damen und Herren. Und übrigens, wenn ich beim Ganztag bin, noch so ein Posten, wo offensichtlich deutlich Luft ist, ist ja der Ganztag. Ich habe in der kursorischen Lesung die Frage gestellt, was ist denn jetzt, wenn, das fordern wir schon lange, endlich einmal die Mittel, die Schulen bekommen können, wenn Stellen in Geld umgewandelt werden. Was das denn, was ich dafür einen Antrag stellen müsste, damit das endlich einmal nach oben geht? Da war die Antwort, ach, da ist so viel drin, das können wir im Vollzug machen, da muss man gar keinen Antrag für stellen. Das ist alles mit drin, meine Damen und Herren. Da sehen Sie also, wie viel Spielraum hier im Kultusetat mit eingeplant ist. Wir freuen uns, wir werden diese Möglichkeiten, diesen Spielraum, den Sie da drin haben, ist ja ein Doppelhaushalt ab 2019, gerne für die sozialdemokratischen Projekte nutzen, meine Damen und Herren. Dann kommen wir einmal, weil das ist ja bei der Inklusion genauso, auch hier sind, will ich ja gar nicht in Abrede stellen, einige Stellen mehr drin für die schulische Inklusion. Aber auch hier ist doch genau das Gleiche. Auch hier wissen wir doch heute schon, dass Sie diese Stellen gar nicht werden besetzen können, weil Sie die letzten Jahre geschlafen haben. So ist das. Und, Herr Pentz, sind Sie wach heute? Sind Sie wach heute? Ja. Nehmen wir mal die inklusiven Schulbündnisse, die ja jetzt auch langsam vorankommen sollen. Ich erinnere mich an die Pressemeldung, wieder eine dieser Lobpressemeldungen von CDU und GRÜNEN, dass mit den inklusiven Schulbündnissen ja endlich diese Trennung zwischen Lehrkräften für Förderschule und Inklusion aufgehoben wird, dass das jetzt ein Pool werde. Meine Damen und Herren, wenn das so ist, warum sind das dann immer noch verschiedene Produkte im Haushaltsplan, obwohl Sie sonst an jeder Stelle, wo es nur geht, alles hin und her würsteln? Hier handeln Sie nicht konsequent, und es zeigt, dass Ihre Ansprüche nicht wirklich in der Realität angekommen sind. Die Schulsozialarbeit. Es gibt 400 neue Stellen. Wie gesagt, vermutlich nicht zum 1.2. Und was Sie, erstens, Herr Schmidt, da haben Sie vollkommen recht, auch da ist der Mangel doch, obwohl es keine Lehrkräfte sind, sondern Sozialpädagogen, doch genauso hoch. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass Sie den ohnehin verschärften Markt der freien Träger, dass Sie da die einen gegen die anderen ausspielen werden, weil auch hier sich der Wissenschaftsminister übrigens weigert, mit den Hochschulen zu reden, für mehr Kapazitäten in der Ausbildung zu sorgen. Auch hier ist das Land Abnehmer, und auch hier müsste das Land viel, viel mehr investieren, auch in die Ausbildung von Sozialpädagogen.
Und weil ja, wir hier ein gutes Beispiel dafür haben, dass Sozialdemokraten etwas anderes wollen. Wir halten nichts davon, ein neues Programm nach dem anderen hier zu schaffen, verschiedene Parallelstrukturen aufzubauen. Ich nenne es nur einmal USF, UBUS, dann klassische Schulsozialarbeit in kommunaler Trägerschaft. Das macht für uns keinen Sinn. Das sind verschiedene Strukturen, die am Ende einfach durch Koordinationsaufwand Mehrarbeit verursachen. Wir wünschen uns, dass so, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist, durch eine Förderpauschale die kommunale Schulsozialarbeit durch eine Drittelfinanzierung so unterstützt wird, dass wir ein Konzept aus einem Guss haben und am Ende Schulsozialarbeit an jeder Schule in Hessen verwirklichen können. Dann will ich noch zum Thema Lehrermangel kommen. Unser Fraktionsvorsitzender hat gestern schon gesagt, dass wir durchaus einsehen, dass auf dem, ja, weil Sie den Karren in den Dreck gefahren haben mit dem Lehrermangel, wir durchaus, ja, das war doch nun wirklich so, Herr Boddenberg. Herr, würden Sie mal ernst nehmen, was Sie sagen, hätten Sie schon längst in mehr Lehrkräfte investiert und würden nicht immer die Opposition Sie drängen lassen, das zu tun. Aber ich sage ja, wir erkennen das ja an, dass Sie den Karren in den Dreck gefahren haben und werden unsere Forderungen nach mehr Lehrkräften etwas zurückschrauben im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir wissen ja durchaus, dass es keinen Sinn macht, Lehrkräfte zu fordern, die gar nicht da sind, meine Damen und Herren, sondern der Schwerpunkt der künftigen Politik im Land muss doch vor allem auch sein, mehr in Lehrerausbildung, in Lehrerfortbildung und Weiterbildung zu investieren. Da kommen Sie doch längst Ihren eigenen Ansprüchen nicht hinterher. Wir brauchen einen Aufwuchs der Studienplätze weiterhin. Die Plätze, die Sie schaffen, Herr Wagner, die reichen doch nicht einmal, um die Pensionierungen um denen zu begegnen. Wenn Sie das ernst nehmen, was Sie wirklich wollen, müssen Sie doch viel, viel mehr Ausbildungskapazitäten noch schaffen. Und genauso haben Sie verursacht, dass 6.000 Lehrkräfte ohne wirkliches Lehramt oder Lehrbefähigung an unseren Schulen unterrichten. Auch die müssen wir weiterqualifizieren. Denen müssen wir eine pädagogische Grundqualifikation zukommen lassen. Denn am Ende leiden sonst die Kinder und Jugendlichen darunter. Wir müssen auch diesen Menschen eine Perspektive geben, damit sie nicht wie von Ihnen nach 5 Jahren wieder aus dem Schuldienst entlassen werden und hier entsprechend investieren in die pädagogische Qualifikation der Lehrkräfte. Wir werden morgen noch viel ausgiebiger über Ganztagsschulen reden. Die sind genauso notwendig für die Schaffung von echter Bildungsgerechtigkeit in Hessen, genauso wie mehr Maßnahmen zur individuellen Förderung, zum Umgang mit Heterogenität, um Lehrkräfte hier wirklich zu entlasten, genauso wie wir noch reden werden über das Thema Berufsorientierung, weil das wieder so ein Beispiel dafür ist, dass Sie etwas in Verordnungen und Erlasse schreiben, aber gar nicht wirklich die Schulen dafür ausstatten, auch das umzusetzen. Das sehen ja nicht nur wir so, das sehen genauso die Industrie- und Handelskammern so, dass für eine echte Verankerung von Berufsorientierung, gerade auch an Gymnasien, hier deutlich mehr geleistet werden müssen. Dafür werden wir entsprechende Anträge auch vorlegen, meine Damen und Herren. Unterm Strich also viel heiße Luft. Viele Versprechungen, der Herr Pentz nimmt ja besonders gerne den Mund hier sehr voll, die Sie am Ende nicht werden einlösen können. Sie machen falsche Versprechungen und kommen den wirklichen Herausforderungen, nämlich Investitionen in die Qualität der Schulen, in die Qualität der Ausbildung der Lehrkräfte, nicht nach. Das wird am besten Ende ein böses Erwachen sein. Und alles, was dieser Haushalt hier wert ist, ihn zu bezeichnen, das ist ein Wahlkampfhaushalt, der noch einmal Ihnen die PR-Maschinerie vor der Landtagswahl, die zum Laufen bringen soll, meine Damen und Herren. Das ist alles. Leider bleiben Sie hier hinter den eigenen Ansprüchen weit zurück. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Bildung hat im Doppelhaushalt 2018-2019 absolute Top-Priorität. Seit 1999 steigen die Ausbildungsausgaben von Jahr zu Jahr, trotz sinkender Schülerzahlen. Und in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal, damit das einmal hier noch in Erinnerung gerufen wird, die 5 Milliarden Marke geknackt, und wir legen
im Haushaltsplan 2018 noch einmal 170 Millionen € drauf und im Haushaltsplan 2019 noch einmal 250 Millionen € drauf. Das bedeutet, meine Damen und Herren, wir haben einen Rekordhaushalt. Der Einzelplan 04 ist der größte Haushaltsposten, den es im Gesamthaushalt des Landes Hessen gibt. Da sind wir stolz drauf. Und Kollege Degen, wenn ich Ihnen hier zuhöre, dann ist das bestenfalls eine Ansammlung von Scherzen, die Sie offensichtlich platzieren. Wir haben noch nie so viel Geld für Bildung ausgegeben. Wir haben noch nie so viele Stellen gehabt. Wir haben noch nie so viele Lehrer an den Schulen gehabt. Wir haben nie mehr Ganztag gehabt. Wir haben nie mehr Sprachförderung gehabt. Wir haben nie mehr Integration gehabt. Und wenn Sie davon reden, dass hier Mehraufwendungen sind, genau dort platzieren wir, genau dort liefern wir und machen nicht leere Ankündigungen. Ich habe von Ihnen nach wie vor immer nur Ankündigungen gehört und immer noch keinen einzigen Antrag der SPD zum Einzelplan 04 und zum Haushalt. Nichts haben Sie geliefert, gar nichts, außer heiße Luft und tote Fliegen. Heiße Luft und tote Fliegen. In keinem anderen Bundesland, meine Damen und Herren, wurden die Ausgaben prozentual stärker erhöht als im Lande Hessen im Bereich der Bildungspolitik. Wir haben hier kein Spielgeld, sondern wir haben Geld und hinterlegen dieses Geld mit Stellen, und die Lehrer sind auch an den Schulen. Insofern verzichten Sie bitte darauf, hier stetig ein Bild zu zeichnen von Schulen, die es zumindest in Hessen nicht gibt. Dort, wo Sie leider Verantwortung tragen, dort gibt es genau diese Szenarien. Scheinbar reden Sie über die Bundesländer, wo Sie Bildungspolitik machen. Nach wie vor einzigartig und nirgendwo anders existent haben wir die 105-%-Garantie. Und, Herr Kollege Degen, damit Sie es hören, auch im kommenden Jahr und im folgenden Jahr sind die 105% mit Aufwuchs versehen. Das heißt im Konkreten, 507 zusätzliche Stellen im Haushaltsplan 2018 und 175 zusätzliche Stellen für 2019, damit diese 105% gehalten werden. Wir reden nicht darüber, wir machen es. Und daran kann man sehen, dass unsere bildungspolitischen Vorhaben umgesetzt werden. Das kann man eins zu eins abhaken. Was wir im Koalitionsvertrag angekündigt haben, setzen wir um. Da ist der Schwerpunkt unter anderem im Bereich des Ganztags. Noch nie haben wir dort einen so rasanten Aufwuchs erfahren wie in den letzten Jahren. Da ist der Pakt für den Nachmittag für Bildungs- und Betreuungsangebote an Grundschulen. Auch dort werden jeweils 230 zusätzliche Stellen in den Haushaltsjahren 18 und 19 geschaffen, insgesamt fast 3.000 Stellen, davon 600 im Bereich des Pakts für den Nachmittag. Und damit der Aufwuchs auch an den weiterführenden Schulen erfolgt, haben wir noch einmal 12 Millionen € eingeplant für die Sekundarstufe 1. Das kann sich sehen lassen, und da sehen Sie, dass wir handeln. Ausbau der Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren. Ja, das machen wir. Da machen wir keine Konkurrenzsituation, sondern wir liefern an die Schulen. Und Sie werden sich sicher sein können, 400 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, sozialpädagogische Fachkräfte werden zum 1. Februar an den Grundschulen ihre Arbeit aufnehmen. Da sind wir froh drüber. Und 300 weitere werden dann zum 1.8. zu Beginn des neuen Schuljahres an den weiterführenden Schulen ihre Aufgaben annehmen. Das bedeutet, über 1.000 Schulen werden von Sozialarbeit, Schulsozialarbeit profitieren. Und das ist nicht auf dem Blatt, sondern das ist in der Schule, Herr Kollege Degen. Ausbau der Sprachförderung. Der Minister hat es gestern bei der Fragestunde sehr deutlich gesagt. Kein Bundesland ist im Bereich der Sprachförderung mit einem Gesamtsprachförderkonzept so erfolgreich wie wir. 1999 haben 20% der Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln haben die Schulen ohne Abschluss verlassen. Heute liegen wir bei 8%. Das ist eine rasante Entwicklung. Der beste Wert in allen Bundesländern. Das ist das Ergebnis unserer Arbeit und nicht Ihrer Beschreibung von Problemen in den Ländern, wo Sie rumwirtschaften und nichts hinbekommen, meine Damen und Herren. Ab nächstem Jahr an allen 84 ETH-Standorten wird das deutsche Sprachdiplom 1 Pro angeboten. Das bedeutet, dann haben wir das flächendeckend. Auch das gibt es in keinem anderen Bundesland.
Und, meine Damen und Herren, wenn wir über Haushaltsdebatten sprechen, dann geht es immer um Geld, und Geld an Schulen bedeutet Lehrer. Deswegen stecken wir auch Geld in die Lehrkräftegewinnung, nämlich 160 Stellen für die Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen, Förderschulen, aber auch im Bereich der Berufsschulen für die in der Tat herausfordernden Fächer wie Metall und Elektro. Da sind wir gut aufgestellt. Und damit das ein Gesamtkonzept ist, von dem Sie immer sprechen, wir es aber haben, stecken wir auch richtig Geld rein in diese Bereiche der Berufsbildungsmaßnahmen zur Berufsvorbereitung. Da werden zusätzliche Kapazitäten von 1.000 Plätzen geschaffen. Von vorne bis hinten begleiten wir, und das machen wir erfolgreich, meine Damen und Herren. Der Ausbau der Lehrerzuweisung nach Sozialindex, auch der wird konsequent fortgeführt. 60 Stellen kommen in diesem Schuljahr wieder hinzu, sodass wir dann in Summe 540 im Bereich der Schulsozialarbeit der sozial indizierten Lehrerzuweisung vorhalten. Und genauso konsequent unterstützen wir die Schulen auch im Bereich der Inklusion mit jeweils zusätzlichen Kapazitäten von 60 Stellen in den jeweiligen Haushaltsjahren. Da sind wir stolz drauf, und die Schulen freuen sich darüber, denn diese Unterstützung haben sie verdient, die können sie gut gebrauchen. Stichwort Mehraufgaben. Mehraufgaben, richtig, Herr Kollege Schmidt, das ist historisch, das kriegen Sie nirgendwo hin, wir machen es aber. Unterstützung der Schulleitung. Ja, wir stärken die Schulberatung und die Schulpsychologie. 24 zusätzliche Stellen für Kooperationsverbünde, 16 zusätzliche Stellen an den staatlichen Schulämtern, 8 Stellen für die Lehrkräfteakademie. Auch dort wird dementsprechend die Fläche abgedeckt, nicht punktuell, sondern die Fläche. Und damit die Arbeit in hessischen Schulen von der Lehrkraft bis zur Schulleitung attraktiv bleibt, denn sie ist hochattraktiv, gibt es auch zusätzliche Stellenhebungen, nämlich 900 Stellenhebungen im Bereich der Grundschulen. Grundschulen, die bisher keine Konrektoren hatten, im Bereich von 80 bis 180 Schülern, werden mit Konrektorenstellen versehen. Das hat es noch nie gegeben. Einhergehen mit Tarifsteigerung und einer Stundenreduzierung, einer Arbeitszeitreduzierung. Das ist vorbildlich. Und an dieser Stelle möchte ich mal der tollen und engagierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen an den hessischen Schulen einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Das ist nämlich fantastisch, was Sie dort leisten. Wir investieren zusätzliche Mittel in die Medien- und Digitalisierungsstrategie, über 6 Millionen € in diesem Jahr, über 5 Millionen € on top im nächsten Jahr. Auch dort sehen wir, dass wir nicht nur über neue Entwicklungen wie die Digitalisierung hier große Sprüche kloppen, sondern wir handeln, dass die Arbeit vor Ort dann auch vernünftig erfolgen kann. Da freuen wir uns drüber. Pakt für Weiterbildung. Aufgrund der Zeit will ich das jetzt nur punktuell machen. Kollege Schwarz, die angemeldete Redezeit ist zu Ende. Ich komme auch gleich zum Ende. Ausbildungskapazitäten werden erhöht an den Universitäten. Die sind übrigens alle belegt, die Studienplätze, die wir vorhalten. So viel zur Attraktivität des Lehramts in Hessen. 500 Millionen €, die wir als Land Hessen für die Schulträger zur Verfügung stellen, über das Kommunale Investitionspaket 2. Ich sage es noch einmal, Änderungsanträge von Ihnen, die liegen mir nach wie vor nicht auf dem Tisch. Die Opposition kann alles fordern, das sind wir gewohnt. Aber überall dort, wo diese Opposition in anderen Bundesländern Verantwortung trägt, bleibt sie bei Weitem unter dem, was wir liefern, geschweige denn, dass sie in irgendeiner Form das erreichen, was sie hier zusätzlich fordern. Insofern ist das alles andere als plausibel. Das sind Heißluftnummern, das ist wirklich heiße Luft. Und nicht mehr und nicht weniger. In dieser Legislaturperiode haben wir 4.350 zusätzliche Stellen geschaffen. Wenn wir im Jahr 2019 dann einen Strich darunter ziehen, so machen wir weiter mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben aller Flächenländer, mit den 105 %, die es nirgendwo anders gibt, mit der niedrigsten Schulabbrecherquote in allen Bundesländern. Wir machen Bildung ohne Sackgasse. Hessen ist ein Spitzenland, insbesondere in der Bildung. Und deswegen haben wir auch den Schulfrieden gewährleistet. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist ja schon gestern viel in der Generaldebatte und auch eben angesprochen worden. Aber ich will noch einmal darauf verweisen, dass die Landesregierung dank sprudelnder Kassen in einer recht bequemen Lage ist. Und sie investiert. Sie investiert in Lehrstellen, in Schulsozialarbeit und in die Gebäudesanierung. Und ich will extra hier betonen, das ist gut so. Das sind wichtige Maßnahmen. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie hier Ihre Investitionen vorstellen, fehlt eine maßgebliche Größe. Sie haben die Bedarfe gar nicht erhoben. Sie sagen nicht, was eigentlich gebraucht wird für Ihre bildungspolitischen Vorhaben. Sie sagen, Sie wollen Inklusion, Integration, Ganztagsschulausbau, Berufsorientierung und Lehreraus- und Weiterbildung. Da ist eine Bedarfsanalyse dringend notwendig, will man einschätzen, wo Hessen derzeit steht in der Bewältigung dieser bildungspolitischen Aufgaben. Wir nehmen einmal ein Beispiel. Das hat schon in der Fragestunde gestern eine Rolle gespielt. Sie sagen, es gäbe 101 Schulpsychologen an hessischen Schulen, und Sie geben sich damit zufrieden, wenn 8 weitere nun eingestellt werden, also dann 114. Auch hier haben Sie aber den Bedarf nicht erhoben. Es ist unklar, ob das reicht oder nicht. Sie haben aber politisch entschieden, dass es Ihnen reicht. Wenn Sie für 628.000 Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen 114 Schulpsychologen haben, und das wäre dann ein Schulpsychologe für 5.509 Schülerinnen. Und wenn man jetzt noch die berufsbildenden Schulen dazu nimmt, das sind, die haben dann kommen wir auf 817.000 und fast 818.000 Schülerinnen in Hessen. Und dann ist es für Sie also ausreichend, wenn ein Schulpsychologe 7.174 Schülerinnen und Schüler betreut, meine Damen und Herren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ich habe das jetzt ausgeführt, weil es nur eins von vielen Beispielen ist. Seit Monaten betreiben Sie hier Zahlendropping. Sie sagen, Sie werden 2.000 neue Stellen für Sprachförderung und Seiteneinsteiger schaffen und 1.100 Stellen für den Pakt für den Nachmittag und die Inklusion. Und dann insgesamt 700 Sozialpädagoginnen neu einstellen. Und das hört sich auch gut an. Und das ist auch, das betone ich jetzt noch einmal extra, endlich einmal eine Bewegung in die richtige Richtung nach langer Stagnation. Aber ich wiederhole, wo stehen wir eigentlich in Hessen bei der Lösung der Aufgaben, die sich bildungspolitisch stellen? Wir haben in Hessen 2014 Schulen, allgemeinbildende und berufsbildende. Auch wir können natürlich dividieren, Herr Kultusminister. Sie ja nicht, haben Sie gestern ja nicht gekonnt. 700 Sozialpädagogen führen nämlich zu folgenden Verhältnissen. Ein Sozialpädagoge für 2,9 Schulen. Ein Sozialpädagoge für 52 Klassen, ein Sozialpädagoge für 1.168 Schülerinnen. Und jetzt frage ich Sie, ist das ausreichend? Können 700 Sozialpädagoginnen die dringend nötigen multiprofessionellen Teams an den Schulen bilden? Oder hetzen Sie dann vielleicht von Schule zu Schule und machen die Feuerwehr? Wo Sie Ihre Zahlen hernehmen, ist mir überhaupt sowieso schleierhaft. Und natürlich, jetzt sage ich es noch einmal, sind 700 Neueinstellungen bemerkenswert. Aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, zu sagen, wie viel des eigentlichen Bedarfs man mit diesen Neueinstellungen decken kann. Und man braucht ja eine realistische Einschätzung, wo man mit den getroffenen Maßnahmen nun steht bei der Umsetzung seiner Ziele. So eine Bedarfsanalyse fehlt ja auch für die Sanierung der Schulgebäude. Meine Damen und Herren, Sie verleugnen ja hier dauernd auch sogar, dass es marode Schulgebäude überhaupt gibt, dass in Sporthallen der Putz von den Wänden fällt, dass es Schultoiletten gibt, die gar nicht benutzt werden dürfen, weil sie enorme bauliche Mängel haben. Es gibt Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler seit Jahren in Containern unterrichten müssen.
Und das ist nicht nur in Frankfurt so, sondern auch in ganz Hessen. Sie haben ja sicher die Schülerproteste in Kassel zur Kenntnis genommen, meine Damen und Herren. Und nun, Kassel ist nicht ganz Hessen und Frankfurt auch nicht, aber dann gehen Sie mal woanders hin. Und nun kommt das kommunale Investitionsprogramm. Jetzt kommt das kommunale Investitionsprogramm und flickt die schlimmsten Löcher. Wenn man nämlich bedenkt, dass allein in Wiesbaden etwa 400 Millionen € fehlen, um nur hier in der Landeshauptstadt den Sanierungsstau aufzulösen, dann kann man sich ja vorstellen, wie weit man in Hessen mit 500 Millionen € kommt. Das Problem ist aber, Sie wollen sich das gar nicht vorstellen. Sie stopfen die größten Löcher und verschließen nach wie vor die Augen vor all den weiteren Baustellen, die sich ergeben, sowohl baulich als auch was die Konzeption angeht. Sie haben nämlich kein Konzept für Ihre Bildungspolitik. Sie versuchen, das zu machen, was sich nicht vermeiden lässt. Und dann wird Inklusion zum Sparprogramm, so wird ein Ganztagsausbau zum Sparprogramm, und so wird die Integration von Seiteneinsteigerinnen zum Sparprogramm und genauso die Lehrerbildung. Und deshalb fordere ich Sie hier noch einmal auf, unseren Antrag auf eine Bedarfsanalyse erneut zu beraten und endlich in Angriff zu nehmen. Denn es kann nicht sein, dass Sie sich mit dem Kommentar, die hier zu ermittelnde Summe sei zu hoch, da bräuchte man ja gar keine genaue Analyse, aus der Verantwortung ziehen. Meine Damen und Herren, wenn die Kassen derzeit schon gut gefüllt sind, wenn es endlich wieder möglich ist, etwas in Bildung zu investieren, statt sie weiterhin krank zu kürzen, dann erwarte ich mehr als diese Löcherstopferei, und zwar nicht nur, was die Schulgebäude angeht. Schaffen Sie ein Konzept für Ihre eigenen bildungspolitischen Vorstellungen. Bilden Sie Lehrkräfte entsprechend aus und weiter. Laden Sie die Verantwortung für die Umsetzung Ihrer Ziele nicht den Schulen auf, die das zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben entwickeln sollen. Schaffen Sie eine Entlastung für die Schulen, die als pädagogische Einrichtungen nicht durch Verwaltungsaufgaben überfrachtet werden sollten. Kann mir mal einer ein Wasser bringen? Statt guter Konzeption haben Sie in den vergangenen Jahren nämlich die Trial- und Error-Methode praktiziert. Und Sie sind damit überwiegend krachend gescheitert und bessern jetzt gerade widerwillig aus. Beispielsweise die Kürzungen bei den DATS-Lehrkräften und den DATS-Stunden, daran erinnere ich jetzt einmal, oder die Erhöhung der Arbeitszeit auf 42 Stunden, oder das Stellenabbauprogramm und das Märchen von der demografischen Rendite, das pädagogisch nicht zu verantwortende Turboabitur, die kaum vorhandene Ausstattung mit Schulsozialarbeit. Das sind alles Beispiele für Ihre verfehlte Bildungspolitik. Danke. Kollegin Faulhaber, die angemeldete Redezeit ist abgelaufen. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, das wird nicht passieren, Herr May. Machen Sie sich keine Gedanken. So, ich bin jetzt auch der Meinung, dass sich gerade bei der Medienerziehung auch wieder ein Leck ankündigt, weil wieder konzeptionslos gearbeitet wird. Auch hier müsste dringend ein Konzept entwickelt werden. Die Lehreraus- und Weiterbildung müsste entsprechend verändert werden. Und hier scheint es mir, dass wieder eine Entwicklung verschlafen wird. Und auch für den herkunftssprachlichen Unterricht gibt es kein Konzept. Obwohl die Pflege der Herkunftssprache für Eltern mit Migrationsgeschichte eine wichtige emotionale Bedeutung hat und für die Persönlichkeitsbildung der Kinder ist sie auch prägend. Und obwohl klar ist, dass Kinder eine zweite Sprache gründlicher lernen, wenn sie die Herkunftssprache beherrschen, entzieht sich das Land seit 1999/2000 schleichend seinem Bildungsauftrag in diesem Bereich. Die Bildungspolitik der Hessischen Landesregierung ist der monolingualen und monokulturellen Bildungstradition verhaftet. Nicht-deutsche Erstsprachen werden eher als Hindernis zur Integration als als Bereicherung und Chance begriffen. Sonst könnte man sich nicht erklären, warum auslaufende Lehrerstellen des herkunftssprachlichen Unterrichts nicht ersetzt werden. Konsulatslehrkräfte springen in die Lücken. Aus diesem Grund stehen bei den Herkunftssprachen den verbleibenden 108 Lehrkräften in Diensten des Landes bereits 82 Lehrkräfte in Diensten der Herkunftsländer gegenüber und darunter 56 Konsulatslehrkräfte aus der Türkei.
In diesem Bereich brauchen wir dringend eine Kehrtwende. Der herkunftssprachliche Unterricht ist Teil des staatlichen Bildungsauftrags und muss wieder zurück in die Verantwortung des Landes. Und er muss deutlich ausgebaut werden, meine Damen und Herren. Also, es gibt reichlich Umwege und Sackgassen in der hessischen Bildungspolitik. Aber statt daraus etwas zu lernen und den Weg nun zu überdenken und konzeptionell fundiert weiterzugehen, bleiben Sie bei Flickwerk. Und jetzt kürze ich das mal ein bisschen. Es gibt nämlich zwei gute Beispiele, den Ganztagsausbau und die Inklusion. Und Sie werden ja nicht müde zu erzählen, dass etwa 160 Schulen schon am Pakt für den Nachmittag teilnehmen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind es keine 20% der Grundschulen. Oder nimmt man die allgemeinbildenden Schulen dazu als Grundlage, dann sind es gerade mal 8%. Aber davon abgesehen ist der Pakt ja auch kein Ganztagsschulprogramm. Sie tun immer noch so, als wäre Betreuung von Kindern die sinnvollste Lösung. Aber zahlreiche Studien und zahlreiche andere Länder haben Sie da längst schon überholt. Da sind wir überhaupt nicht spitze. Und Sie haben auch das Potenzial. Na ja, nicht von Saudi-Arabien, Herr Pentz. Es ist belegt, dass echte Ganztagsschulen Bildungsnachteile ausgleichen können, die aus sozialer Deklassierung entstehen. Doch was geschieht hier? Diese Erkenntnisse werden von Ihnen ignoriert, und Sie etablierten mit dem Pakt für den Nachmittag einen Flickenteppich. So, und ähnlich verhält es sich mit der Inklusion. Seit über 30 Jahren wird in Hessen davon gesprochen, inklusiv arbeiten zu wollen. Und dann seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention und deren Ratifizierung, das war immerhin 2009, sind wir verpflichtet, ein inklusives Schulsystem zu schaffen. Und wo stehen wir gerade? An dem Punkt, an dem inklusive Schulbündnisse zu Schwerpunktschulen führen. Damit können Kinder mit Beeinträchtigung und Behinderung nicht wie alle anderen Kinder gemeinsam mit ihren Freunden unterrichtet werden vor Ort, sondern diese Kinder werden kilometerweit durch die Gegend gefahren, um sich unter ihresgleichen an Schwerpunktschulen zu tummeln. Das, meine Damen und Herren, ist das Resultat hessischer Inklusion. Das ist nämlich keine Inklusion. Wenn in Hessen Inklusion draufsteht, ist jedenfalls nicht Inklusion drin. So, ich komme zum Schluss. Ich möchte jetzt noch erwähnen, die ganze Eigenlobhudelei der schwarz-grünen Koalition ist ein Schlag ins Gesicht der Lehrkräfte, die versuchen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen und immer wieder an den überlastenden Anforderungen des Kultusministeriums scheitern. Und besonders den Grundschullehrkräften werden sie nicht gerecht, meine Damen und Herren. Ihre Weigerung, nach A13 zu besolden, ist beschämend. Das ist eines Bundeslandes wie Hessen nicht würdig. Dabei können wir uns das leisten. Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege May, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt 2018-19 wird der letzte Haushalt dieser Wahlperiode sein. Und von daher ist das die Gelegenheit, Rückschau zu halten, zu schauen, was haben wir uns vorgenommen und was haben wir erreicht. Wenn wir uns den Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN anschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir Ende 2013 vereinbart haben, dass wir die Wochenarbeitszeit für die Lehrerinnen und Lehrer um eine Stunde reduzieren wollen. Und wenn Sie jetzt in den Haushalt reinschauen, werden Sie sehen, dafür stehen 600 Stellen zur Verfügung. Damit entlasten wir alle Lehrerinnen und Lehrer ganz unmittelbar. Das heißt also, wir haben das im Koalitionsvertrag angekündigt, und wir haben Wort gehalten. Wir haben im Koalitionsvertrag weiter angekündigt, dass wir die Zuweisung nach Sozialindex verdoppeln wollen. Wir haben das gesagt, weil wir der Überzeugung sind, dass diejenigen Schulen, die besondere Herausforderungen haben, dass die besonders gefördert werden müssen, diejenigen Schulen, die sich in sozial schwierigen Milieus befinden, dass wir dort die Lehrerinnen und Lehrer besonders entlasten wollen, dass wir uns besonders um die Schülerinnen und Schüler da kümmern wollen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir kein Kind zurücklassen wollen.
Wenn Sie jetzt in den Haushalt hineinschauen, dann sehen Sie, da stehen jetzt wieder 60 Stellen zusätzlich zur Verfügung. Damit sehen Sie, das haben wir im Koalitionsvertrag angekündigt, und wir haben Wort gehalten. Und wir haben im Koalitionsvertrag angekündigt, dass wir den Klassenteiler für integrierte Gesamtschulen, die auf eine äußere Differenzierung verzichten, die also keine Kurse mehr anbieten, sondern alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichten, dass wir dort den Klassenteiler auf 25 reduzieren wollen. Und wir haben dafür auch jetzt Stellen zur Verfügung gestellt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir solche innovativen pädagogischen Konzepte, die auf mehr Binnendifferenzierung setzen, die nach dem Mottoverfahren längeres gemeinsames Lernen ermöglichen, dass wir das fördern wollen. Und wenn Sie in den Haushalt reinschauen, dann sehen Sie, das haben wir im Koalitionsvertrag angekündigt, und wir haben Wort gehalten. Und wir haben im Koalitionsvertrag schon angekündigt, dass wir den Ganztag ausbauen wollen. Wie war denn die Situation vor 2014 gewesen? Wir hatten die Situation, dass Eltern, die ihr Kind im Kindergarten hatten, dort ganztags gute Betreuungsmöglichkeiten vorgefunden haben, aber dann eben viel zu oft beim Übergang in die Grundschule feststellen mussten, dass dort eine gewisse Lücke entsteht. Deswegen haben wir als Koalition gesagt, hier wollen wir einen massiven Ausbau auf den Weg bringen. Wir haben gesagt, wir wollen mit den Grundschulen zusammen mit den Kommunen einen Pakt schließen, den Pakt für den Ganztag und den Pakt für den Nachmittag. Und wenn Sie in den Haushalt reinschauen, dann werden Sie feststellen, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, und wir haben Wort gehalten. Und es ist doch so, wir haben im Bereich der Ganztagsangebote nicht nur an den Grundschulen, aber vor allen Dingen an den Grundschulen jetzt fast 2.900 Stellen zur Verfügung, 600 Stellen allein für den Pakt für den Nachmittag. Damit haben wir das größte Ganztagsschulausbauprogramm im Bereich der Grundschulen auf den Weg gebracht und damit die realen Betreuungsprobleme von Eltern angepackt. Ich glaube, das ist eine große Errungenschaft, und das ist ein gutes Signal für die Eltern in diesem Land. Wir haben im Bereich der Inklusion einiges angepackt. Sicherlich gibt es da noch einiges zu bearbeiten. Dort gibt es sicherlich noch Herausforderungen. Aber wenn wir die Situation von vor 2013, 2014 uns anschauen und das mit heute vergleichen, dann merkt man doch, was sich geändert hat. Wir hatten damals die Situation, dass viele Wünsche nach inklusiver Beschulung nicht verwirklicht werden konnten. Wir haben das massiv reduzieren können. Wir haben die Zuweisung von Stellen für den inklusiven Unterricht massiv ausgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass wir den Bereich der Inklusion zusammen mit den Schulen vor Ort entwickeln. Dafür machen wir die inklusiven Schulbündnisse. Das haben wir alles im Koalitionsvertrag angekündigt, und wir haben Wort gehalten. Wir haben jenseits dessen, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, mit offenem Auge agiert. Wir haben auch gezeigt, dass wir auf neue Lagen sehr schnell und voller Entschlusskraft reagieren können, so z.B. im Bereich der Flüchtlingsbeschulung. Das war die große Migrationsbewegung der Jahre 2015, 2016, war etwas, was im Koalitionsvertrag so sicherlich nicht vorausgesehen werden konnte. Aber dort haben wir schnell und entschlossen reagiert und haben allein im Bereich der Deutschförderung, dazu kommt noch die Zuweisung nach Integrationsindex, über 1600 Stellen geschaffen. Das zeigt, dass wir voller Entschlusskraft und mit offenen Augen an die Herausforderungen im Bildungsbereich herangehen. Ich finde, dass das eine Erwähnung wert ist. Wir haben uns in diesem Hause schon öfters darüber unterhalten, dass wir in diesem Jahr nicht alle Stellen besetzen konnten. Es gibt 70 Stellen, die nicht besetzt werden konnten. Bei der letzten Debatte war das die Zahl. Aber ich finde, wenn man über weit über 4.000 Stellen neu schafft, dann muss man das auch in Relation sehen. Aber ein anderer Punkt ist mir besonders wichtig. Wir haben auch an dieser Stelle die Herausforderung angenommen. Wir haben ein dreistufiges Gewinnungsprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben einerseits kurzfristige Maßnahmen im Bereich der kurz vor der Pensionierung stehenden Lehrerinnen und Lehrer angepackt. Wir haben ein Weiterbildungsprogramm auf den Weg gebracht. Und wir haben die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen erweitert. Das zeigt, dass wir diese Herausforderung nachhaltig angehen und dass wir für eine gute Ausstattung, dass wir den eigenen Benchmark, dass wir den halten wollen und dass wir weiter dafür einstehen, unser ambitioniertes Stellenaufwuchsprogramm weiter zu erfüllen. Und wir haben noch etwas anderes gemacht.
Es ist vom Kollegen Degen darüber geredet worden, dass sich das Berufsbild der Lehrer und Lehrer ändert. Ja, das ist richtig. Wir setzen auf multiprofessionelle Teams, und deswegen haben wir im neuen Haushalt 1.000 Schulen die Schulsozialarbeit zusätzlich gefördert. Dafür stehen 700 Stellen zusätzlich zur Verfügung. Zusammen mit der Reduzierung der Wochenarbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen vorgenannten Maßnahmen bedeutet das eine wirksame Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer. Auch das ist ein Teil dieses Haushaltes, und das ist ein Teil unserer großen Schwerpunktsetzung für den Bereich der Bildung in den Schulen. Wenn wir jetzt über den Haushalt reden, dann ist das ja auch die Möglichkeit der Opposition, zu zeigen, was würde sie denn anders machen. Das, was die Linkspartei uns an Änderungsanträgen im Bereich der Fantastillionen, muss man ja schon sagen, aufgetischt hat, das ist, glaube ich, nicht weiter der Erwähnung wert. Das ist so unglaubwürdig, das richtet sich selbst. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn wir über Anträge der SPD hätten reden können. Denn im Laufe dieses Jahres, aber auch der letzten Jahre, haben Sie ja so einiges versprochen und angekündigt. Und dass Sie da jetzt so langsam den Rückzug antreten, wird Ihnen aber nicht ersparen, dass wir ein gutes Archiv haben. Und wir werden Sie immer wieder damit konfrontieren, was Sie hier schon alles gefordert haben und was Sie jetzt noch nicht mehr in Haushaltsanträgen hier liefern wollen. Ich will das mal kurz aufziehen. Sie wollten mehr Mittel für Ganztag, mehr Mittel für Inklusion, A13 für alle Grundschullehrer, mehr Lehrer insgesamt, eine Erhöhung der Studiendauer, mehr Entlastung für Lehrer und Lehrer, alles immer ganz im Ungefähren. Anträge der SPD-Fraktion jetzt null, angekündigt von Ihnen auch in der Nähe von null. Und von daher ist auch sehr deutlich, Ihr Konzept, allen alles zu versprechen, das wird nicht aufgehen. Die Leute erkennen, dass das alles ungedeckte Schecks sind. Und von daher, Herr Kollege Degen, entweder das, was Sie bisher hier erklärt haben, stimmt, dann erwarten wir von Ihnen aber auch Änderungsanträge. Dann erwarten wir von Ihnen, dass Sie mal sagen, was Sie denn anders machen würden. Denn ansonsten ist es doch so, mit Ihren Änderungswünschen, mit Ihren Klagen, mit Ihren Haushaltsänderungsanträgen ist es dann wie mit Ihrem Hessenplan. Das ist eine politische Fata Morgana. Wenn man sich der nähert, dann löst sie sich in Luft aus. Und die Ursache dafür ist auch heiße Luft gewesen. Noch ein Wort zu den Änderungsanträgen der FDP. Sicherlich ist das Thema Digitalisierung ein wichtiges Thema. Das erkennen wir deutlich an. Und umso bedauerlicher ist es, dass Sie jetzt hier mit den Haushaltsänderungsanträgen die Verantwortungslosigkeit, die Scherben, die Herr Lindner hervorgerufen hat, zusammenkehren wollen. Denn ein Punkt, wo man sich an den Sondierungen sehr einig war, war, dass wir den Digitalpakt D auf den Weg bringen wollen. Das war ein Punkt, was Jamaika schon irgendwie auf Papier hatte. Da hätten wir etwas voranbringen können. Jetzt haben Sie sich leichtfertig aus der Verantwortung gedrückt. Sie wollen, dass wir jetzt den Digitalpakt D von Landesseite her finanzieren. Das ist, glaube ich, nicht solide. Das ist nicht sehr ernsthaft, was Sie hier auf den Weg bringen. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir eine stabile Bundesregierung brauchen und dass wir dann eingelöst bekommen, was wir von Bundesseite angekündigt haben, was uns angekündigt wurde, nämlich ein Digitalpakt, und dass wir dann eben auch dort die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin absolut dagegen, jetzt Herrn Lindner hinterherzukehren und an dieser Stelle mehr Geld einzustellen, was uns schon von Bundesebene her versprochen wurde. Ich erinnere mal ganz kurz an die Redezeit, aber macht nur weiter. Auch zum Schluss. Der Haushalt 2018-2019, der schließt die Wahlperiode für CDU und Grünen ab. Wir haben auf den Weg gebracht weit über 4.000 Lehrerstellen, mehr 700 Stellen für Schulsozialarbeit, einen massiven Ausbau der Ganztagsbetreuung. Das alles zeigt, wir haben Herausforderungen angenommen. Wir sind aber auch überzeugt, dass noch viel zu tun ist. Wir arbeiten daran, weitere Konzepte, die Herausforderungen von morgen anzugehen. Damit wollen wir in einen Wettstreit der Ideen eintreten. Aber mit dem, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, haben wir das Feld der Bildungspolitik gut bestellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Hauptaufgabe des Kultusministeriums und damit auch verbunden der Haushaltsplanung ist die Bewältigung des aktuellen Lehrermangels. Wenngleich nach den Diktionen und den Aussagen der Koalition gibt es den ja gar nicht. Aber die Realität spricht insoweit eine etwas andere Sprache, wenn Sie einmal Zeitungen lesen oder wenn Sie auch in die Schulen gehen. Wenn wir in den letzten Jahren die 105-prozentige Lehrerversorgung sichergestellt hatten, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn heute mit der 105-prozentigen Lehrerversorgung? Und da ist die erste Frage schon einmal die, wie definieren Sie eigentlich heute 100%? Sie haben in den letzten Jahren immer wieder Aufgaben draufgesattelt, ob das im Bereich bürokratischer Aufgaben ist oder ob es im Bereich der Inklusion ist, im Bereich der Ganztagsbeschulung. Wir haben dazu das Problem der Flüchtlingsbeschulung bekommen. Das sind alles zusätzliche Aufgaben. Und interessant ist, man liest, wenn man aufmerksam Zeitungen liest, dann stellt man ja fest, Sie versuchen sich ja langsam von der Diktion der 105-prozentigen Lehrerversorgung auch zu verabschieden. Ich durfte jetzt gerade lesen, dass der Herr Staatssekretär gesagt hat, die 100% Lehrerversorgung in Hessen sind gewährleistet. Das ist ja ein deutliches Zeichen. Es ist auch schon einmal besser, wenn wir die 100% haben, als wenn wir weniger als 100% haben, aber die 105%. Und das hören Sie überall. Das hören Sie. Herr Kollege Schwarz, das hören Sie überall, wenn Sie in die Schulen gehen. 105% hat schon lange keiner mehr, von Ausnahmefällen mit besonderen Problemschulen abgesehen. Und ich darf die Grafik mal zeigen. Ich habe sie hier schon einmal gezeigt. Es ist relativ eindeutig, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, Entschuldigung, hat einmal Zahlen ermittelt. Was Sie dort sehen, ist eine sehr erfreuliche Geschichte. Nämlich die öffentlichen Ausgaben in Deutschland haben einen steigenden Anteil für Bildung. Einen steigenden Anteil für Bildung. Toll, 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 Herr Kollege Schwarz. Sie müssen nur genau hingucken. Hier gibt es auch so einen rot eingekästelten Bereich. Sie kennen die Grafik. Sie haben die schon gesehen. Da sieht man nämlich, was in Hessen passiert ist. Was in Hessen passiert ist. In Hessen hatten wir im Jahr 2014, als Sie hier die Regierung übernommen haben, einen Anteil von über 27% der öffentlichen Ausgaben im Bildungshaushalt. Und was haben wir heute? Was haben wir heute, Herr Kollege Schwarz? Gut 25%. Sie sind von 27% auf 25% zurückgefallen. Das ist die Realität, und die schlägt sich dann auch nieder. Sie können jeden Tag. Sie können jeden Tag die Zeitungen aufschlagen, und dann finden Sie Schlagzeilen wie diese: Alarm an den Grundschulen. Alarm an den Grundschulen. Und das ist die tatsächliche Situation. Ich habe hier so eine andere Schlagzeile mir notiert. Zitat einer Schulleiterin: Das System fährt gerade an die Wand. Das System fährt gerade an die Wand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wirft doch Fragen auf. Auch hinsichtlich der Stellenschwankungen, die sich in den Jahren 2018, 2019 in den Haushaltsberechnungen niederschlagen. Das wurde in der kursorischen Lesung angesprochen. Der Kollege Degen hat schon darauf hingewiesen. Wir durften dann warten bis heute Morgen. Es war nicht 9.43 Uhr, sondern 9.13 Uhr, als das Kultusministerium geliefert hat. Die anderen 30 Minuten, das ist letztlich, die sind hier im Hause gebraucht worden, um das weiterzuleiten. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Heute früh um 9.13 Uhr bequemt sich das Hessische Kultusministerium, zur Vorbereitung der Einzelplanberatungen die Fragen aus den kursorischen Lesungen zu beantworten. Meine Damen und Herren, da drängt sich nur die Frage auf. Da drängt sich nur die Frage auf, was haben Sie eigentlich zu verbergen, was haben Sie zu verschleiern. Es kann doch nicht sein, dass wir bis zur Einzelplanberatung notwendige Informationen bezüglich der besetzten Stellen mit Sozialpädagogen, mit Blick auf die Digitalisierung, auf Gütesiegelschulen, über die Streichung von KW-Vermerken oder bezüglich der Betreuung von Kindern, die Vorklassen besuchen und die Teilnahmequoten am Pakt für den Nachmittag aus dem Kultusministerium nicht bekommen. Denn die müssten doch eigentlich vorhanden sein und Grundlage auch der Planung, der strategischen und kurzfristigen Planungen im Kultusministerium sein. Oder sollen wir daraus schließen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass im Kultusministerium planlos gearbeitet wird? Meine Damen und Herren, ähnlich ausweichende Antworten gab es gestern in der Fragestunde in Bezug auf die Krankheitstage von Lehrkräften oder auf die Frage, wie man denn die 700 angekündigten sozialpädagogischen Fachkraftstellen besetzen will. Ich frage in der Tat, ob das die geeignete Art und Weise ist, um mit dem Parlament umzugehen, und dies gerade im Jahr, das diese Koalition so groß als Jahr des Respekts ausgerufen hat.
Meine Damen und Herren, auch hier zeigt sich die Schwachstelle dieser Landesregierung. Wenn es um Problembewusstsein und Tatendrang geht, Fehlanzeige, lieber wird ausgesessen und abgewartet. Mit Blick auf den Einzelplan 04 sind altbekannte Themenschwerpunkte vorzufinden, die richtig und notwendig sind. Aber was fehlt, ist der Blick in die Zukunft, der engagierte Blick in die Zukunft, der motivierte Blick in die Zukunft. Das ist der Unterschied. Unser Schwerpunkt, und das machen unsere Haushaltsanträge auch deutlich, ist die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler und der Bürger unseres Landes Hessen. Und exemplarisch dafür, da bin ich Herrn May für die Vorlage sehr dankbar, exemplarisch dafür ist das Thema digitale Bildung. Das verschwindet in Hessen geradezu in der insgesamt nicht stattfindenden Digitalisierungsoffensive des Landes. Die wird viel beschworen, findet aber nicht statt. Und gerade im Bildungsbereich bewegt sich die Landesregierung im Schneckentempo, wenngleich der eine oder andere Schulträger vor Ort ja durchaus gemerkt hat, wie die Zeichen der Zeit sind und an der einen oder anderen Schule die Ausstattungen entsprechend vorhanden sind. Nur da, wo sie vorhanden sind, besteht das Problem, es fehlen die Lehrer, die in der Lage sind, damit auch sinnvoll im Unterricht zu arbeiten. Das sind Fehlinvestitionen, solange das Land nicht seiner Verantwortung gerecht wird und dafür sorgt, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Medien auch sinnvoll nutzen können. Ich kann das nur in Anführungszeichen zitieren. Die Kraftanstrengungen zur Umsetzung der KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt entpuppen sich hier in Hessen als gemächliches Vorgehen. Und der Verweis auf den geplanten Digitalpakt, da nähere ich mich Herrn May, der bis heute nicht auf den Weg gebracht wurde, befreit doch die Landesregierung nicht von ihrer Pflicht, selbst zu investieren, und zwar in deutlich höherem Rahmen, als das im Einzelplan 04 vorgesehen ist. Und Herr Kollege May, der wohlfeile Blick nach Berlin, der kann Sie nicht retten. Der kann Sie nicht retten. Eins sollten Sie als Lehre aus dem, was in Berlin geschehen ist, rausziehen. Wer so verhandelt, wie Schwarz-Grün in Berlin verhandelt hat, wird das Problem haben, dass er keine Mehrheiten zustande bringt. Und das sollte die Lehre für Hessen sein. Das sollten Sie sich merken. Und ansonsten, der Digitalpakt, den hatte Frau Wanka ja in der letzten Wahlperiode schon angekündigt. Nur auch da blieb es bei Ankündigungspolitik. Wenn es ums Zahlen geht, dann können Sie nicht, und dann bleibt nur der wohlfeile Blick. Ach ja, es ist wie immer, die FDP ist dran schuld, Herr Lindner ist dran schuld. Meine Damen und Herren, das will keiner mehr von Ihnen hören. Da hört Ihnen auch keiner mehr zu. Aber es ist genau die Situation. Sie verstecken sich lieber hinter anderen, anstatt voranzugehen. Vielleicht steckt dahinter ja aber auch die Uneinigkeit innerhalb der Koalition über den Umgang mit dem Thema Schule und Digitalisierung, und nicht nur innerhalb der Koalition, sondern gar innerhalb der Regierungsfraktionen, die zusätzliche Hürden aufhört. Ich darf nur an die Diskussionen, von denen man immer hört, zwischen dem fortschrittlichen Teil der Union, der sich im Bereich Digitalisierung im C-Netz organisiert hat, und den konservativen Teilen der Union erinnern. Das sind Auseinandersetzungen, die finden statt und die blockieren. Und wer sich den Herausforderungen nicht stellen möchte und das Thema abtut, oder als Teufelszeug abtut, kann sich auch nicht mit den notwendigen und unaufhaltsamen Entwicklungen auseinandersetzen. Ich stelle fest, Sie wollen einfach nicht. Sie wollen einfach nicht. Und, Herr Kollege Dr. Arnold, und wenn es eines Beweises dafür bedurft hätte, wir hatten eine Enquetekommission Bildung, die sich einen ganzen Tag lang Sachverständige zum Thema Digitalisierung angehörte. Wenn diese Koalition nichts Besseres hat, als als Kronzeugen den altbekannten Prof. Spitzer aufzurufen, wenn es um Digitalisierung in den Schulen geht, meine Damen und Herren, da wird doch deutlich, wohin Sie wollen, nämlich zurück und nicht nach vorne. Wir sind der Ansicht, dass die Digitalisierung des Bildungssystems eine Zukunftsaufgabe darstellt. Und deshalb haben wir eine Digitalisierungsoffensive in Hessen beantragt in Höhe von 25 Millionen € in 2018 und dem doppelten Betrag in 2019. Denn, und das ist die Botschaft, die hinter diesen Anträgen steckt, wir müssen endlich durchstarten. Wir dürfen nicht immer weiter zugucken und erstaunt wahrnehmen, da draußen findet die Zukunft statt. Aber wir verharren mit unseren Schulen, mit unserer Kultusbürokratie, mit unserem Kultusministerium in der Kreidezeit. Das ist nicht die Botschaft für die Zukunft. Meine Damen und Herren, ich will das nur, um den
leicht seltsamen Argumenten, die dort immer wieder auftauchen, vorzubeugen, sagen, es geht in keiner Weise darum, Lehrer zu ersetzen durch Computer oder solchen Unsinn oder das gesamte Schulsystem auf den Kopf zu stellen. Es geht einfach darum, sich den Zukunftsaufgaben nicht zu verweigern und den Bildungs- und Erziehungsauftrag umzusetzen. Ich habe die Redezeit im Blick, komme langsam zum Ende. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die hessischen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler bestmöglich qualifiziert werden, um die Herausforderungen zu meistern. Die bisherigen Bemühungen im Bereich der Digitalisierung, insbesondere auch wenn es um die Weiterentwicklung des Bildungs- und Schulservers geht, sind alles andere als ausreichend, um den Anforderungen gerecht zu werden. Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgeschlagen, von der Ausstattung von Schulen, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften mit Tablets über die Bereitstellung sonstiger digitaler Unterrichtsmedien, der Qualifizierung der Lehrkräfte als grundlegende Aufgabe, die Notwendigkeit der technischen Betreuung der Infrastruktur und so weiter und so fort. Vieles davon kommt in Ansätzen auch im Einzelplan 04 vor, in dem Produkt 18. Aber die Landesregierung fährt hier, und das ist das eigentliche Problem, mit angezogener Handbremse und nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit. Meine Damen und Herren, hier dürfen weder Hessens Schülerinnen und Schüler noch die Lehrkräfte abgehängt werden. Deswegen, Herr Kultusminister, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, geben Sie Gas. Gehen Sie runter von der Bremse. Gehen Sie einmal aufs Gaspedal. Schieben Sie nicht alles weg in irgendwelche Beiräte. Evaluieren Sie nicht jahrelang, sondern gehen Sie einmal voran, Herr Kultusminister. Setzen Sie sich den Hut auf. Nehmen Sie die Fahne, tragen Sie die Fahne, tragen Sie sie nach vorne und nicht zurück. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister. Er kommt mit der Fahne jetzt. Bitte sehr. Nein, nein, machen Sie sich keine Hoffnungen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ministerpräsident hat es gestern in der Generaldebatte schon gesagt, dieser Haushalt ist historisch. Historisch natürlich vor allem deshalb, weil er ohne Schulden auskommt und trotzdem jede Menge Investitionen in die Zukunft unseres Landes enthält. Historisch aber auch deswegen, weil er eine nie gekannte Prioritätensetzung im Bereich der Bildungspolitik vornimmt. Diese politischen und finanziellen Schwerpunktsetzungen finden sich im Entwurf des Haushaltsplans für 2018-19 wieder, in Form einer höheren personellen Ausstattung, in Form einer besseren Vergütung von Leitungsämtern, in Form von Beiträgen zur Steigerung der Qualität. Schauen wir uns zunächst einmal die nackten Zahlen an. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017, also diesem Haushaltsjahr, wird der Bildungsetat für das Haushaltsjahr 2019 um über 250 Millionen € steigen. Damit wächst der Bildungsetat 2019 erstmals auf über 4 Milliarden € an. Und nur bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 wird der Bildungsetat damit im Jahr 2019 um mehr als 10% gestiegen sein. Ja, das ist historisch, meine Damen und Herren. Zeigen Sie mir eine vergleichbare Periode von 3 Jahren in der Geschichte dieses Landes, in der es einen vergleichbaren Aufwuchs in den Investitionen in den Bildungsbereich gegeben hat. Sie werden keine finden, meine Damen und Herren. Sie werden keine finden. Wir werden den Weg der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an unseren Schulen konsequent fortsetzen. Und dafür bedarf es natürlich weiterhin einer verlässlichen Ressourcenausstattung, um die Rahmenbedingungen für diesen Qualitätsentwicklungsprozess sicherzustellen. Deswegen erhalten alle Schulen ja natürlich weiterhin eine Unterrichtsversorgung von durchschnittlich 105%. Und dafür schaffen wir weitere Stellen neu, dafür planen wir zusätzliche Personalmittel ein. Darüber hinaus werden den Schulen ja dann die Zuschläge zur Verfügung gestellt für den Sozialindex, für unterrichtsbegleitende Maßnahmen wie individuelle Förderung oder Ganztagsangebote. Und wenn man das alles zusammennimmt, meine Damen und Herren, dann werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 über 1.800 neue Lehrerstellen geschaffen werden. Deswegen, es ist doch einfach nicht wahr, dass den Schulen hier irgendwelche neuen Aufgaben, noch dazu vom Kultusministerium, als würden wir uns solche Aufgaben wie die Integration von Seiteneinsteigern aussuchen, als ob den Schulen ständig neue Aufgaben zugewiesen würden, ohne zusätzliche Ressourcen. Ganztag, Inklusion, Integration, all die großen Herausforderungen werden alle aus Sondertöpfen finanziert, die permanent aufwachsen. Da steckt der Großteil dieser 1.800 neuen Lehrerstellen drin, meine Damen und Herren. Und das ist doch genau das, wie wir uns den Zukunftsaufgaben stellen. Und jetzt muss ich dann schon eines an die Adresse der SPD-Fraktion sagen. Natürlich wachsen zusätzlich zu den 1.800 Lehrerstellen auch Stellen in der Bildungsverwaltung auf.
Weil in der Tat, wenn man mehr Lehrerinnen und Lehrer hat, dann muss man auch mehr Kräfte haben, die das alles administrieren und dafür sorgen, dass die Lehrer auch dann entsprechend vor den Klassen stehen. Dann sind noch 6 Stellen beim Kultusministerium dabei. Also 1.800 neue Lehrerstellen und 6 Stellen in der Tat im Kultusministerium. Wir reden von einem 300stel, meine Damen und Herren. Die Opposition kritisiert ein 300stel dieses Aufwachsens der Lehrerstellen. Sagen Sie ganz ehrlich, finden Sie das nicht selber etwas lächerlich? Die FDP-Fraktion hat gestern auf die 2.500 zusätzlichen Lehrerstellen aus der letzten Legislaturperiode hingewiesen. Ja, das war schon eine investive Großtat. Da waren wir auch gemeinsam und mit Recht stolz darauf. Aber wofür wir damals 5 Jahre gebraucht haben, meine Damen und Herren, das machen wir jetzt in der halben Zeit. Das muss man auch einmal anerkennen. Und für die Jahre 2016 und 2017 allein sind wir schon auf über 2.500 Lehrerstellen gekommen. Und in der Summe in der Legislatur, diese Zahl ist hier schon mehrfach genannt worden, rund 4.350 neue Lehrerstellen. Und meine Damen und Herren, da das ja bei der Opposition immer nur zu dem Reflex führt, es müsse einfach noch mehr geben, das ist insbesondere natürlich bei der LINKEN, wenn man die Haushaltsanträge sieht, besonders ausgeprägt, lohnt sich schon ein Blick in die Geschichte. Denn dann erkennt man die wahrhaft historische Dimension dieses Haushalts. Wir haben das zurückverfolgt anhand der Statistiken bis 1975. Davor wird es mit den Unterlagen langsam schwierig. Ich will das überhaupt nicht als persönliches Verdienst angerechnet bekommen. Aber es hat noch nie einen Kultusminister, noch nie eine Landesregierung in diesen 42 Jahren gegeben, die in einer Legislaturperiode mehr zusätzliche Lehrkräfte, mehr Unterstützungspersonal an die Schulen gebracht hat. Diese Steigerung ist ohne Beispiel in der Geschichte unseres Landes, meine Damen und Herren. Und das bei im Wesentlichen gleichgebliebenen Schülerzahlen. Das muss man ehrlicherweise auch noch dazu sagen. Und was das bedeutet, können Sie auch z.B. wunderbar im Vergleich der Bundesländer sehen. Nehmen wir das aktuellste Beispiel, nehmen wir Niedersachsen. Und das ist jetzt, sage ich ausdrücklich, keine Kritik an Niedersachsen. Aber wenn die Presse das richtig wiedergegeben hat, dann haben die jetzt in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, sie wollen 1.000 neue Lehrerstellen schaffen. Das finde ich super. 1.000 neue Lehrerstellen ist auch in der Tat eine große, eine notwendige Investition. Niedersachsen ist größer als wir. Was die für eine Legislaturperiode ankündigen, das machen wir hier praktisch jedes Jahr, meine Damen und Herren. Aber Sie kennen mich jetzt auch aus vergangenen Debatten. Das ist für mich gar nicht das Entscheidende. Natürlich, wenn wir eine Haushaltsdebatte haben, dann müssen wir über Ressourcen reden. Aber ich will keine Tonnenideologie betreiben. Es geht für mich nicht darum, oder für mich misst sich der bildungspolitische Erfolg nicht daran, wie viele Stellen wir hineingeben. Das ist nur eine, das ist ein Maßstab für die Anstrengungen, die wir unternehmen. Das ist ein Maßstab für die Prioritäten, die wir setzen. Aber entscheidend ist doch die Frage, wohin geben wir das? Was machen wir damit? Und dann reden wir z.B. über solche Dinge wie den Ganztag, wo wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit setzen, wo wir in dem bedarfsgerechten Ausbau einen Schlüssel für die qualitätsorientierte Entwicklung unseres Schulsystems sehen. Dann liegt der Fokus auf den Bildungs- und Betreuungsangeboten, beispielsweise im Pakt für den Nachmittag, aber keineswegs nur. Wir haben die zusätzlichen 6-Millionen-Programme, die wir diesem Hohen Hause verdanken aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017, die wir fortsetzen wollen, die wir aufstocken wollen, um weitere 12 Millionen ab dem Haushaltsjahr 2018. Und wenn der Haushalt dann so verabschiedet wird, dann werden wir im Schuljahr 2019/20 insgesamt über 2.800 Stellen im Ganztag im Einsatz haben, davon 600 Stellen im Pakt für den Nachmittag, aber eben auch noch über 2.200 Stellen in anderen Profilen. Das heißt, wir bringen doch wirklich die Ganztagsentwicklung bedarfsgerecht auf breiter Front und in allen möglichen Profilen voran. Aber das werden wir ja morgen Vormittag noch im Detail näher diskutieren. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal auf unser Maßnahmenpaket Grundschulen zu sprechen kommen. Das hatten wir gestern schon in der Fragestunde. Aber es macht nun mal auch einen wesentlichen Schwerpunkt in diesem Haushalt aus. Ich will nur die 3 wichtigsten Maßnahmen noch einmal nennen. Das sind natürlich an allererster Stelle die 709 Stellen für die sozialpädagogischen Fachkräfte, von denen 400 für die Grundschulen vorgesehen sind. Jetzt muss ich natürlich auch noch einmal sagen, ja, natürlich haben wir die 400 Stellen für die Grundschulen etatisiert zum 1. Februar, einfach weil das der Halbjahreswechsel ist, weil das einfach das schultechnisch Praktischste ist. Ja, ich habe mittlerweile auch zur Kenntnis genommen, dass wir möglicherweise diesen Haushalt jetzt erst am 1. Februar in der 3. Lesung verabschieden werden. Das kann sein, dass sich dann die Vertragsunterzeichnungen mit diesen sozialpädagogischen Fachkräften um ein paar Tage verzögern, aufgrund dieser Planung der Haushaltsberatungen hier im Landtag. Aber das hier zu einem zentralen Kritikpunkt in der Haushaltsdebatte zu machen, also, meine Damen und Herren, da kann ich nur dem Innenminister aus der letzten Debatte zustimmen, das ist Detailnörgelei. Und das zeigt, dass wir insgesamt absolut auf dem richtigen Weg sind.
Ich möchte noch einmal auf die Stellenhebungen für die Konrektoren an den Grundschulen verweisen, im Umfang immerhin von 940 Stellen, mit denen eine höhere Besoldung verbunden ist. Und die Tatsache, dass jetzt Grundschulen schon ab 80 Schülerinnen und Schülern eine stellvertretende Schulleiterin, einen stellvertretenden Schulleiter haben. Die 24 zusätzlichen Stellen für Schulberatung und Schulpsychologie, ja, und wir haben es ja in diesem Hause auch schon vielfach debattiert. Natürlich sehen wir auch die Herausforderungen, die in der Personalgewinnung im Grundschulbereich existieren. Deswegen weiten wir die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen für das Lehramt und Grund- und Förderschulen aus, 50% allein in diesem Jahr. Deswegen legen wir Programme zur Weiterbildung für das Lehramt und Grund- und Förderschulen auf und stecken da alleine 160 neue Lehrerstellen hinein, um diese Weiterbildung voranzubringen. Also auch das ist doch eindeutig ein investiver Schwerpunkt. Wir erkennen die Herausforderungen an dieser Stelle, und wir sorgen auch dafür, dass wir mit diesem Problem, das alle Bundesländer im Moment trifft und in den nächsten Jahren treffen wird, mit der Frage der Lehrkräftegewinnung, dass wir auch dort mit adäquaten Maßnahmen reagieren. Das Gleiche ist der Fall im Bereich der Beschulung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Ja, natürlich schwanken unsere Haushaltsansätze da, wenn Sie das über die Jahre hinweg sehen, weil ja auch niemand wusste und im Kern eigentlich auch noch immer niemand weiß, wie viele Menschen genau da zu uns kommen werden. Und natürlich sind wir erst einmal hoch reingegangen und haben auch viele Ressourcen vorgesehen, auch mit der Zustimmung dieses Hauses, damit wir auf jeden Fall gewappnet sind für das, was da kommen mag. Und natürlich waren wir dann auch, das hat die Lage schon ein wenig entspannt, dass am Ende die Zahlen sich als nicht ganz so hoch erwiesen haben, wie das zwischenzeitlich auch schon befürchtet worden war. Aber wir machen doch etwas Sinnvolles mit diesen Stellen. Vielleicht dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, aber wir machen etwas Sinnvolles mit diesen Stellen. Wir bringen sie zum Einsatz. Und wenn die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger jetzt aus den Sprachfördermaßnahmen langsam herauskommen und ins Regelschulsystem kommen, dann bleiben die Lehrerstellen für die Beschulung von Seiteneinsteigern im Schulsystem. Wir verschieben sie dann von den Intensivklassen in die Regelklassen, genau damit wir auch dort Sprachförderung bereitstellen können, damit wir den Zusammenhalt der Klassen mit unserem Integrationsindex zusätzlich unterstützen können und damit wir auch für einen Anschluss für diese jungen Menschen sorgen können, beispielsweise mit den 81 neuen Stellen für die 1.000 Plätze im Bereich der Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, also im Bereich der BZB-Bildungsgänge. Ich sehe, ich bin dabei, mein Zeitbudget zu überschreiten. Ich könnte noch viele Punkte jetzt erwähnen, über die sozial indizierte Lehrerzuweisung, die Hochbegabtenförderung, den Klassenteiler für die ESS. Wir machen so viel. Wir machen einfach so viel in diesem Bereich, dass man das in 10 Minuten überhaupt nicht gemeinsam darstellen kann. Aber einen Punkt möchte ich dann doch noch erwähnen, meine Damen und Herren, ganz speziell für die FDP-Fraktion, weil ja der Fraktionsvorsitzende auch gestern und Herr Greilich eben auch noch einmal das Thema Digitalisierung so hochgehängt hat. Und weil der Abg. Greilich hier ja auch wie gerade eben wieder am Pult so gerne Grafiken hochhält. Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis würde ich auch gerne eine zeigen. Ich will also gar nicht auf das eingehen, was im Haushalt drinsteht. Mittel für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, Umsetzung der KMK-Strategie, Bildung in der digitalen Welt. Ich verweise einfach nur auf eine praktisch druckfrische Publikation. Die kommt von der Deutschen Telekom-Stiftung. Also, die steht, glaube ich, nicht im Verdacht, in irgendeiner Form mit uns verwandelt zu sein. Und die haben auch ein wohlverstandenes Eigeninteresse daran, die Digitalisierung voranzubringen. Das ist der Länderindikator 2017 Schule digital. Der untersucht anhand von 26 Indikatoren folgende 4 Bereiche: IT-Ausstattung der Schulen, Nutzung digitaler Medien im Unterricht, Förderung der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen der Schüler und Kompetenzen von Lehrpersonen im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht. Und dann haben die einen Atlas gemacht, wo die einzelnen Bundesländer stehen. Das können Sie wunderbar anhand der grünen Farbe erkennen. Da liegt nämlich Hessen gemeinsam mit Bayern und Rheinland-Pfalz in der Spitzengruppe, meine Damen und Herren. Wir sind ganz vorne mit dabei. Deswegen, Herr Abg. Greilich, wenn Sie uns vorwerfen, wir wären mit angezogener Handbremse unterwegs, dann muss ich sagen, dann hat die FDP irgendwie die neuesten Entwicklungen nicht zur Kenntnis genommen. Und aber es freut mich ja in der Sache, dass wir da an einem Strang ziehen, dass wir da ein Ziel verfolgen. Das sagen wir auch gerne weiter. Und deswegen lade ich Sie alle herzlich ein,
haben Sie an diesem historischen Moment teil. Stimmen Sie diesem Einzelplan 04 für den Doppelhaushalt 2018-19 zu. Damit tun Sie auf jeden Fall ein gutes Werk für die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Zum Einzelplan 04 gibt es keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist er gelesen.